Ja, hallöchen. Herzlich willkommen zur 41. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt, hier einzuschalten. Ihr habt nichts verpasst. Wir haben ziemlich genau an der Stelle jetzt angeschlossen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Während ich überlege, ob ich noch runterschalte oder nicht. Nö, jetzt brauche ich auch nicht mehr schalten. Jetzt auch nicht mehr. Ja, riesengroße Autobahnkreuz hier, so wie es gehört. Für Deutschland. In Schweden die Kreuz ist, glaube ich, noch größer. So, ja, da sind wir jetzt auf dem Weg hier nach Malmö. Nach Malmö. Schweden. Das ist quasi jetzt hier back to the rules, zurück zum Ursprung. Hier, wir sehen sie an der Frontscheibe hier. Natürlich jetzt spiegelverkehrt, Swedish Dream. Und wir fahren nach Schweden, wenn das mal nicht passt. Es gibt da ja auch Ladestationen von Volvo und Scania, habe ich mir mal sagen lassen. Was habe ich mir nicht sagen lassen, habe ich gelesen, nennen wir es mal bei Namen. Und ja, da kann man direkt wirklich, also bei Volvo, Volvos laden und die halt ausliefern. Fand ich eine nette Idee, ein schönes, ja, Gadget. Das Baustelle, aber gibt es ja kein LKW-Überholverbot, also können wir links bleiben. Nur ein bisschen Gas wegnehmen. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt können wir da Feuer machen. Da vorne kommt ein Blitzer, den kriegen wir. Lächeln! Ah, schade. Nee, löst nicht aus bei 84. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Da die Touren fand ich ein nettes Gadget. Mal gucken, vielleicht finden wir auch was, dass wir da. Ich weiß jetzt nicht, wo der Scania. Die Scania respektive Volvo Fabrik ist. Also weiß ich weder, wo sie in Realität ist, noch im Spiel. Wobei ich denk mal, im Spiel werden sie sich ein bisschen der Realität angepasst haben. Ich meine, in der letzten Folge haben wir ja auch Mercedes-Händler in Stuttgart aufgedeckt. Wäre ja ein bisschen ja, arg, wenn da was anderes gewesen wäre. Ne? Und ja, müsste ich mich vielleicht doch mal informieren, wo das ist. Beziehungsweise sehen wir es ja sicherlich auch mal im Frachtmarkt. Schöner weißer DAF hier mit weißen Auflieger hinten dran, herrlich. Finde ich einfach klasse, wenn die Auflieger so ein bisschen farblich zur Zugmaschine passen. Ich meine, Spediteur macht sich da ja auch so ein bisschen seine Gedanken. Der eine mehr, der andere weniger. Aber so grob im Ganzen, da gucken sie schon darauf, dass das ein bisschen farblich zusammenpasst. Ich achte da ja auch drauf, und deswegen fahre ich überwiegend Auflieger ohne. Upsala, jetzt haben wir fast den Kollegen hier abgedrängt. Gottes Willen. Fahre ich ja überwiegend Auflieger ohne Aufbauten. Mit anderen Worten, ein Tieflader. Da kann man nichts falsch machen. Nee. Ist keine Absicht. Die Touren sind eben meistens die Touren, die nicht das meiste Geld bringen. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt keine anderen Zielsetzungen habe, ich meine, bei den Frachten, die man so hat, muss man sich eben auch mal was raussuchen. Es ist immer so. Hallo? Gang? Wieso geht da hinten Leerlauf? Ja, jetzt haben wir natürlich mächtig viel Schwung verloren. Was waren das für eine Aktion? Wieso ist er in der Lauf gegangen? Das muss ich mir dann auch nochmal im Video angucken. Also das traf ich jetzt nicht hier, das ist mir zu hoch. M
muss ich wieder das Video gucken oder vielleicht mal hier gleich in den, sagen wir mal, dann später. Jetzt können wir eh nichts ändern im Menü, was unsere Schadensanzeige gibt. Ob vielleicht wieder mal eine Wartung fällig ist, Wartung respektive Reparatur des LKW. Wenn ja, würde sich die Frage stellen, ob das vielleicht so ein Ding war, was passiert, wenn der LKW schlecht gewartet ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne es nur, dass die Karre dann manchmal ausgeht hier während der Fahrt. Dann weißt du, oh, da ist irgendwas mit dem Motor hier, da musst du mal den Motor warten lassen. So ist hier, dass das beim Schalten der Leerlauf reingeht. Kenne ich so nicht. Vielleicht war es auch von mir ein Fehler jetzt. Also ich will das jetzt nicht ausschließen, ich bin ja nur ein Mensch. Kann sein, vielleicht bin ich irgendwie. Der Gang war ja drin und das habe ich ja überprüft als erstes. Mit dem Splitter mit der Vorschaltgruppe kannst du keinen Leerlauf reinmachen, das ist doch Schwachsinn. Geht er vielleicht automatisch in den Leerlauf, wenn er die Kupplung zu schnell loslässt? Wir kennen es ja von den anderen Folgen her, dass wenn ich die Kupplung zu schnell losgelassen habe, dass dann das Getriebe so, drücken wir es mal vorsichtig, also das Getriebe hat sich akustisch bemerkbar gemacht. Das hatte ich jetzt, glaube ich, seitdem ich diesen Getriebemod drin habe vom Adi 2003, hatte ich das, glaube ich, noch nicht. Könnte natürlich sein, dass die Mod eventuell da auch in diese Richtung was geändert hat. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Habe ich zwar nichts davon gelesen, aber wäre jetzt eine Vermutung. Also ihr merkt schon, ich vermute und spekuliere viel jetzt. Aber ja, das sind alles so Fakten, die man mal prüfen müsste. Lässt mich gerade nicht so wirklich ruhig. Ja. Das war jetzt ganz komisch. Ich glaube, heute Abend träume ich davon. Gibt es in Realität aber auch manche Situationen, jetzt nicht unbedingt was den LKW betrifft, aber irgendwas, was man sieht oder hört oder macht. Und man sitzt dann im LKW und denkt da wirklich den ganzen Tag drüber. Den ganzen Tag drüber nach. Das sind nicht jetzt, wirkliche lebensnotwendige Sachen, sage ich mal, aber manchmal größtenteils Kleinigkeiten, die man halt mal so hört und irgendwo aufschnappt oder sieht, wo man sich dann denkt, hey. Und da denkt man immer dann drüber nach. Aber es wird ja anderen sicherlich, also auch Leuten so gehen, die wie ihr, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt LKW gefahren sind beruflich. Wird das sicherlich keine LKW-Fahrerkrankheit sein, also hoffe ich zumindest nicht, denke ich nicht, glaube ich nicht, nein. Ja, unser Kollege hat gegähnt. Er hat gegähnt. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde Fahrzeit. Jetzt muss ich doch auf die Karte gucken. Ich wollte es vermeiden, aber ich muss auf die Karte gucken. Aus dem einfachen Grund, ich weiß jetzt nicht, wir hätten nämlich die Option hier Leipzig runter zu fahren, eine Pause zu machen. Mache ich ungern, ich will nicht in die Stadt reinrammeln, habe ich keinen Bock drauf. Also wird es doch auf diese Tankstelle hinauslaufen, die doch aber noch relativ weit weg ist. Haben wir hier an der Landstraße eine? Nee, wenn es hier an der Landstraße eine gewesen wäre, das hätte ich noch in Kauf genommen. Ist so weit weg hier, die ist aber so weit weg. Sind wir schon fast in Dresden. Und das alles, nee. Nö, wir nehmen die nächste Tankstelle. Ist gut. Wir nehmen die nächste Tankstelle. So, aber nur so eine Mickey Mouse Tankstelle, ja. Wo kein Beschleunigungsstreifen. Was
sagen, wo kein Beschleunigungsstreifen vorhanden ist, wo du einfach so, ja, quasi offen auf der Autobahn rausfeuerst. Aber das kriege ich mir schon hin. Fährt nicht rüber. Der PKW fährt rüber. Schön, toll. Hallo. Ein Gorchel machen die hier teilweise. Wahnsinn. Ja, sie werden müde, finden sie eine Parkmöglichkeit. Habe ich einen Blinker gesucht, glaubst du es? Haben wir gefunden, hier ist er. Ich überlege gerade hier wegen meinem Wimpelchen, habe ich eigentlich schon ein österreichisches Wimpelchen? Nee, wir brauchen dann noch eins. Müssen wir uns unbedingt kaufen. Ich habe mir vorgenommen, für jedes Land, wo was ich besuche, in dem ich war, mir da halt hier so ein, zeige ich euch auf dem Bildschirm hier, ihr seht ja den Bildschirm gar nicht in der Kamera, ich bin abgeschaut. Also in der Frontscheibe, ne? Die kleinen Schals da, für jedes Land mir eins zu kaufen, in dem ich war. Ich hoffe, man sieht dann am Ende, sagen wir mal bei Folge 200 noch was aus der Scheibe heraus, aber das werden wir dann sehen, wenn ich mich was anderes einfallen lassen. Aber das ist so mein Vorhaben. Wir waren jetzt in den letzten Folgen in Österreich, oder in der letzten Folge sind wir ja schon, ach, lange nicht mehr. Also, letzte Folge sind wir ja in Stuttgart losgefahren, aber in Stuttgart für Stuttgart hatten wir in Österreich geladen, in Graz, und deswegen war auch mir noch so ein Österreich Schälchen, wenn es eigentlich gibt von Österreich, aber ich denke schon, doch, ich dachte, ich hätte da schon mal was gesehen. Ist eine Mod, ne? Wie gesagt, Mods immer in der Videobeschreibung, genau. In der Videobeschreibung findet ihr immer alle Mods, die ich so benutze hier, und das ist eben so ein Kabinen-Accessoire-DLC-Erweiterungsmod, wo es eben immer ein paar tolle Sachen gibt. Da habe ich den Parkplatz hier nicht verpassen. Wie gesagt, da gibt es keine Einfädelungsspur, kein Verzögerungsstreifen. Hier um die Linkskurve noch. Ja, den überholen wir nicht mehr hier. Das wird mir zu heikel. Kommst du dann kaum vorbei und dann musst du hier mit 100 in die Tankstelle reinblasen hier, und hast eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, mal abzubremsen. Hier lang. Ich habe kurz überlegt, damit durch die PKW-Spur zu fahren, weil wir müssen ja nicht tanken. Jetzt würde ich nur ganz gerne mal den. Wo ist denn der Heini? Jetzt ging das Licht an, jetzt müsste eigentlich losfahren. Ja, fahr doch mal, wo ist der hin? Jetzt, das war mir doch klar. Da will der mich verarschen, der fährt los, wenn ich losfahre. Ich muss hier ein bisschen auch ausholen und machen. Und es kann passieren, dass der gar nicht mehr rauskommt, wenn ich jetzt hier parke. Oh, da hat er Pech gehabt hier, wenn er mich verscheißern will hier, dann verscheißere ich ihn auch. So einfach mache ich das.
Na doch, ist rausgefahren. Gut. Scheinen sie doch auszukommen. Ich glaube, die LKWs kommen. Man, die haben den Lager ausmachen. Ich glaube, die haben manchmal Probleme, wenn ich in der zweiten, Bucht stehe. Aber gut, ist ja jetzt eigentlich der Fall. Jo, da machen wir noch unser Päuschen hier. Wir mussten mal keine Strafe zahlen wegen Dingsüberschreitung, Fahrzeitüberschreitung. Ah, toll, ne? So. 12 Uhr. Oh, dann haben wir noch eine Bockwurst gegessen hier nach dem Aufstehen zum Mittag. Das Zeug weg. Ja, wir fahren noch ein Stückchen, bevor die Folge zu Ende ist, ne? Das. Ja, die erstmal aussteigen und gucken. Ne, steht keiner da. Ist doch dran. Sehen wir den im Spiegel? Ne, sehen wir nicht. Doch, jetzt ist er weg. So, das ist immer gefährlich hier. Wenn da jetzt einer steht, genau hinterm Aufleger, den siehst du nicht hier, den boxt der voll weg. Ja, gut, müssen wir eigentlich unnötig viel rückwärts fahren. Der Kollege hier. Ach so, Bus. Na ja, gut. Das müsste die Kreditrate gewesen sein, hoffe ich. Steht nicht mehr da. Ja, wird schon. So, Trick 17 hier. Wenn wir schon keine Beschleunigungsstreifen haben, dann bauen wir uns eben ein. Oh, sowieso gerade frei. Siehst du, einmal frei. Ui, da kam aber angezischt. Ja gut, wir fahren eben noch nicht mal 50. Weiter geht's. Nach Malmö. Ja, ich hoffe, dass man wieder mal. Hoppala, dass wir wieder mal in so ein bisschen in den Tagesrhythmus reinkommen hier. Das wäre das nächste, was mich so ein bisschen stört. Ja, ich werde nicht fertig mit Nölen. Also wer denkt, ich bin irgendwann fertig mit Nölen? Nein. Ich habe immer was zu nölen. Aber jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, es geht mir alles so da auf den Zeiger, dass ich keinen Bock mehr habe oder so. So weit sind wir noch lange nicht. Und wie gesagt, es gibt ja Gott sei es gedankt. Boah, das ist aber hier. Ach, jetzt fährst du rüber, toll. Es gibt ja Gott sei Dank auch viele, viele Mods, die so ein paar Kleinigkeiten oder auch größere Kleinigkeiten ja, kompensieren. Sei es KI-Verkehr, sei es Karten, sei es Ökonomie, sei es. Ach, eigentlich gibt es alles hier. Ja. Es gibt alles. So, ich sehe ja schon, wir sind, das habe ich noch gar nicht so richtig erfasst, wo wir sind. Das sind schon Höhe Berlin hier. Gar nicht mal so schlecht hier. Ja, Fahrplatz vorbei rechts. Ist auch verboten, gell, wollte ich nur mal sagen. Gell. Weil auch wenn da, das gibt es ja tatsächlich nur mal auf der Autobahn, gerade auch auf Autobahn kreuzen, wo die rechte Spur hier in eine andere Richtung fährt, wie die linke, sage ich mal. Und wenn jetzt auf der linken Spur ein LKW fährt, weil er eben sich da einordnen muss und ihr von rechts mit dem PKW kommt, weil ihr da halt euch woanders eingeordnet habt, ihr dürft den nicht rechts überholen. Ihr müsst dahinter bleiben. Auch wenn man einen längeren Verzögerungsstreifen, sprich eine Autobahnausfahrt hat und fährt da auf den Verzögerungsstreifen und gibt nochmal Gas, um an den LKW vorbeizukommen, was eigentlich sowieso schon mal ein bisschen sinnfrei ist, warum ich am Verzögerungsstreifen nochmal Gas geben muss, aber kann ja, es gibt ja Situationen, die jetzt nicht alltäglich sind, die jetzt nicht normal sind, sag ich mal. Von daher will ich das Thema ruhig mal ansprechen. Auch das ist verboten. Also auf dem Beschleunigungsstreifen dürft ihr rechts überholen, aber nicht auf dem Verzögerungsstreifen. Der Grund für die beiden Regelungen, die ich gerade genannt habe, ist ganz einfach. Es könnte ja sein, dass derjenige, also jetzt will mich einer rechts überholen, weil er ja hier Richtung Polen fahren will, und ich sage jetzt auf einmal, oh, ich muss ja auch rüber, hier setzt ein Blinker, zieh rüber, knallt. Deswegen ist rechts überholen verboten. Ich weiß, ich muss natürlich hier gucken beim Spurwechsel und so weiter und so fort, aber wie gesagt, ich muss
Selbst wenn ich einen sehe, muss ich davon ausgehen, dass er mich reinlässt, weil er mich ja nicht überholen darf. Oder muss ich nicht davon ausgehen? Kann ich? Sollte ich? Sollte ich davon ausgehen können? So ist es korrekt ausgedrückt. Ja. Ja, auf dem Beschleunigungsstreifen, da dürfte er ja rechts überholen. Das ist ja gestattet. Ihr müsst halt nur rechtzeitig schaffen, bevor der Beschleunigungsstreifen zu Ende ist, gell? Das ansonsten zählt es als Überholen auf der Standspur, wobei das auch immer so eine Sache ist. Ja. Theorie und Praxis. Mit dem PKW bist du ja auch, sag ich mal, flexibler. Mit dem LKW hast du mehr Probleme. Also da bin ich auch in Realität öfters mal auf der Standspur weitergefahren, einfach, weil das hätte ich machen sollen. Nicht, weil ich jetzt noch an der Kolonne vorbeigezogen bin, weil ich schneller war mit die, das natürlich nicht, gell? Das ist ja schon Rauditum. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Jetzt wollen wir nicht mehr rüber. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Ich dachte, der kommt schneller von da hinten, deswegen habe ich gebremst, ansonsten wäre ich rübergezogen. Ach, wenn wir einmal hier so langsam sind, fahren wir mal auf den Parkplatz hier. Ich weiß, wir brauchen keine Pause. Wir machen eigentlich wirklich eine Pause. Wir machen nur eine Folgenpause. War jetzt ein sehr spektakulärer Abgang, wenn man so will, ne? Und ich mache ja auch kein großes Fitz hier. Ich möchte jetzt nur, ich muss jetzt auch die Aufnahmesession beenden. Ich habe keine Zeit mehr jetzt aufzunehmen. Deswegen logge ich mich jetzt hier auch aus. Also logge mich aus, ne? Und ja, beenden auch die Folge hier. Wir sind jetzt bei gut 22 Minuten. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Oder ein Kommentar oder ein Abo, wer noch nicht hat. Und fahrt schön rechts. Grüße Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.